Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Grünen kommen hier mit einem Antrag, wo doch einiges Bekanntes drinsteht. Sie wollen mit Marktbeeinflussung möglichst gute Preise sicherstellen und damit Landwirten die Existenz sichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ziel ist sicherlich sehr begrüßenswert. Allein mir fehlt der Glaube, dass man daran damit etwas ausrichten kann. Und Frau Staudte, zum Glück haben wir die von Ihnen beschriebenen Milchseen und Butterberge heute nicht. Die hatten wir zu Zeiten der Quotenregelung. Und um das vielleicht noch mal kurz klar zu machen, wir haben ja Preise von gut 30 Cent im Moment, die so an der Grenze dessen sind, wo ein normal durchschnittlicher Betrieb anfängt, vielleicht Gewinne zu machen. Also bei 32 Cent, wenn er 34 hat, hat er 2 Cent Gewinn. Wenn jemand einen Spitzenbetrieb, wie ich das auch höre, für 28 Cent produzieren kann, hat er 6 Cent Gewinn, also das Dreifache. Wenn Sie aber Preise garantieren wollen, und es wird ja auch die Forderung aus unserem Berufsstand erhoben, es müssten 40 Cent sein, da könnte man vernünftig bei wirtschaften, dann können doch sicherlich auch Sie sich vorstellen, wie die erfolgreichen Betriebe dann in die Produktion gehen. Da haben wir so viel Milch auf dem Markt, so viel können wir überhaupt nicht trinken, da kommen wir nicht mehr zum Bier trinken, meine Damen und Herren. Ja? Ich will damit sagen, wenn Sie also den Preis regulieren, dann müssen Sie auch die Menge regulieren und dann sind wir wieder bei der Quote, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und da hat die Kollegin Meyer zu Strohen gesagt, das war eben nun alles andere als erfolgreich. In den 30 Jahren von 1984 bis 2015 haben 79% der Betriebe aufgeben müssen. Wir haben Tiefpunkte, Jahresdurchschnittswerte von 23 Cent gesehen in 2009. Im letzten Jahr waren es 36 Cent, davor auch mal deutlich niedriger. Das schwankt halt. Das Ganze nennt man Markt. Und wenn der Preis nach unten geht, dann geht auch die Menge dann wieder zurück. Und das Ganze reguliert sich. Also bitte kommen Sie nicht mit diesen alten Hüten. Damit ist wirklich nichts zu machen. Wo Sie eindeutig recht haben, das ist die Frage, wenn wir darüber diskutieren, die Landwirte sollten doch Kühe auf der Weide halten, Weidemilchhaltung. Weidemilch ist ja nun das Schlagwort überhaupt. Wenn dann sich nun die alte Regierung, die neue Regierung die Schuld zuschiebt, haben die Landwirte überhaupt nichts davon. Tatsache ist auf jeden Fall, die Ausgleichszulage ist abgeschafft worden, die Weideprämie, die in Aussicht gestellt war, nicht eingeführt worden. Die Landwirte gehen vollkommen leer aus. Das ist natürlich das Gegenteil von begleitender Politik. Aufgabe von Politik ist es nicht, Preise festzusetzen, aber verlässliche Rahmenbedingungen zu setzen. Und die fehlen uns hier völlig. Die Grünlandförderpolitik dieser neuen Regierung ist ein hundertprozentiger Rohrkrepierer. Was haben wir sonst noch zu bieten den Landwirten, die das machen sollen? Der Wolf, die Thematik, ich will sie nur anreißen kurz, da sind diejenigen, die dann Jungtiere auf der Weide haben, auch allein gelassen in den nördlichen Bereichen im Rheinland, die Riesenprobleme mit den Gänsen. Wir werden mit Emissionsschutz konfrontiert, wenn die Kühe auf der Weide laufen. Also nur Probleme, die aufgehäuft werden, aber es werden keine Lösungen geboten, meine Damen und Herren. Und wir hatten eine wunderbare Anhörung im Ausschuss zu modernen Technologien, welche Möglichkeiten noch gerade beim Tierwohl uns da geboten werden. Und da wäre es doch wirklich mal der richtige Platz, hier Zeichen zu setzen. Und es wurde angesprochen, die Agrarförderprogramme, Frau Ministerin. Das dümpelt immer noch bei 10 Millionen da herum mit völlig unzureichenden Programmen, die absolut unattraktiv sind. Zu Zeiten von Heiner Ehlen waren das 40 Millionen. Das hat 250 Millionen Investitionen ausgelöst. Wenn man den Betrag wenigstens mal verdoppeln würde bei all den Anforderungen, die man an die Landwirtschaft stellen würde, dann hätte man eine halbe Milliarde Investitionen. Aber was wird gemacht? Nur Lippenbekenntnisse, Anforderungen an die Landwirtschaft, Belastungen und da, wo man Rahmen setzen kann, wo man Investitionen auch in Tierwohl fördern kann. Da ist reine Fehlanzeige, auch bei dieser neuen Regierung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Gruppe. Es gibt den Wunsch nach einer Kurzintervention. Kollegin Staudte, bitte sehr.